Daniela Ganser war bei Flavio von Witzleben zu Gast und sie haben über die aktuelle weltpolitische Lage und wie hoch die Kriegsgefahr ist, geredet. Und Daniela Ganser scheint sich, so waren zumindest deine ersten Worte in diesem Interview, sehr große Sorgen darüber zu machen, dass unsere Politik immer weiter Richtung Krieg schreitet. Wer das genau begründet, das werden wir uns heute ansehen. Wer Daniela Ganser noch nicht kennt, er ist ein Historiker aus der Schweiz, der hier bei Flavio von Witzleben, das ist ein deutscher Journalist, halt ein Interview gibt und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Hat sich das jetzt etwas beruhigt? Wie Das ist hat da sich die? beruhigt, ja. Es ist vielleicht fast keine Demonstration mehr. Vielleicht da oder dort mal ein schlechter Artikel, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es viel ruhiger geworden. Finde ich okay. Jetzt gestern bei Ihrem Vortrag war ich auch ganz überrascht. Ich habe nur eine kleine Gruppe, vielleicht 20, 30 Menschen gesehen. Die Omas gegen rechts waren es, glaube ich, Genau. die da vor der Halle standen und eine kleine Demo abgehalten haben. Aber es war wirklich übersichtlich. Ja, also es waren 1500 Plätze dort gestern und das war ausverkauft. Und wenn da 20 Omas gegen rechts, also hat mich echt nicht interessiert. Und sie tangiert das ja sowieso nicht so richtig, habe ich immer den Nein, Eindruck. nein, nein. Ich mache ja die Arbeit für die Menschen, die zum Vortrag kommen. Und ich fokussiere schon auf die und sage, ich arbeite für euch. Ich versuche euch zu erklären, wie die Gesetze der internationalen Politik sind und wie wir eben mehr Frieden erreichen können, weil das muss wirklich das Ziel sein. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Weltkrieges, wenn wir uns so mit den Entwicklungen da draußen beschäftigen. Macron sprach von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Der CDU-Politiker Kiesewetter sprach davon, dass man den Krieg nach Russland tragen muss. In Gaza findet ein blutiger Krieg statt. Wie gefährlich ist denn die aktuelle weltpolitische Lage und was denken Sie auch, was ist aktuell der bedrohlichste Konflikt, Herr Ganser? Also es ist wirklich natürlich bedrohlich, weil die Idee des französischen Präsidenten Macron, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, ist einfach verrückt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das, was es in der Ukraine braucht, sind Friedensgespräche, weil die hat es auch gegeben in Istanbul im März 2022 und dort hätte man den Konflikt wirklich beilegen können. Ich finde es auch gefährlich, wenn deutsche. Stimmt natürlich, die Ukraine braucht endlich Frieden. Sie hat diesen Krieg de facto verloren und so gute Friedensbedingungen, wie sie damals in Istanbul bekommen hätte. Also Rückzug der russischen Truppen hinter die Linien des 24. Die wird sie aktuell nicht mehr bekommen. Also hier hat Daniela Ganser definitiv recht. An der Stelle danke Bolderino für das Abonnement, was du vorgenommen hast. Politiker sagen, wir sollten wieder Krieg gegen Russland führen. Also das erinnert mich einfach an den Zweiten Weltkrieg und da weiß man, das ist nicht, hat nicht gut geendet. Und ich bin wirklich, natürlich kann man sagen, die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, wollen keine Kriege, aber ich glaube, auch weit außerhalb von meinen Vortragshallen wollen die Menschen in Deutschland keinen Krieg mit Russland. Ich würde wirklich behaupten, das ist eine ganz kleine Gruppe von natürlich Politikern, die man viel hört, die bekommen sehr viel Raum in den Medien, die werden dann immer wieder sozusagen mit einem großen Mikrofon ausgestattet. Und die sagen ja immer das Gleiche. Also sie sagen eigentlich mehr Waffen, noch mehr Waffen. Das ist keine Lösung. Es ist keine Lösung, wenn man immer mehr Waffen in ein Kriegsgebiet hineinbringt. Und da wird dann zuerst gesagt, nein, auf keinen Fall werden wir zuerst nur Helme liefern und dann, okay, nein, dann liefern wir auch Landminen und dann, aber Panzer würden wir nie liefern und dann plötzlich, nein, jetzt liefern wir auch Leopardpanzer und dann wird das immer so als Wunderwaffe dargelegt, dann sind die Leopards zerstört und dann geht es um die Taurus-Marschflugkörper und so weiter. Das wird, aber dieser Eskalationskurs, wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, ich finde das falsch. Also ich finde, es braucht in der Ukraine Friedensgespräche und auch der andere Konflikt im Gazastreifen, da sind jetzt mehr als 30.000 Tote, das sind mehr als 10.000 davon sind Kinder. Auch Netanyahu, der Premierminister von Israel, muss dringend einen Waffenstillstand jetzt unterschreiben, weil es geht nicht, dass wir, er argumentiert, ja, ich töte nur Terroristen, ja, das sieht ja jeder, dass das nicht die Wahrheit ist. Also, es sind zwei Konflikte, die eben die Gefahr haben, dass sie explodieren. Und darum sage ich, bevor sie explodieren,
also dass Polen sozusagen reingezogen wird in den Ukraine-Krieg oder dass Frankreich Bodentruppen bringt oder dass Deutschland russische Infrastruktur beschießt. Das wäre eine Explosion, das sollte man auf keinen Fall tun. Und im Gaza-Krieg ist natürlich auch im Norden mit dem Libanon die Gefahr, dass es explodiert. Oder dann kann man sagen, man kann dann auch sozusagen mit dem Iran noch direkt in den Krieg kommen. Oder die Iraker können US-Militärbasen im Irak bombardieren. Es ist einfach Wahnsinn. Für mich ist es Wahnsinn. Ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und wir sollten lernen, unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Eigentlich ganz einfach. Vor allem die Kriegshetze gegen den Iran ist völlig irre. Der Iran hat niemals irgendein westliches Land angegriffen. Er wurde in der Vergangenheit nur immer wieder, naja, entweder durch indirekte Militärintervention, man denke an den Putsch gegen Mossadegh 1953, oder durch direkte Kriege, man denke auch an den irakischen Überfall, der durch Waffenlieferungen und Kredite vom Westen und von den Golfarabern gedeckt wurde, ja, überfallen. Also der Iran hat immer aus einer Position der strategischen Defensive heraus agiert und sah sich immer einer deutlichen Übermacht entgegen. Und die ständigen Kriegsdrohungen von Seiten der Amerikaner, denen sollten wir Europäern eigentlich klar entgegensetzen, nein, wir wollen keinen weiteren großen Krieg in unserer direkten Nachbarschaft. Aber ja, so eine starke europäische Stimme für Frieden fehlt natürlich. Woher kommt denn diese Kriegslüsternheit in Deutschland, Herr Ganser? Also, ich würde vielleicht einordnen, dass es natürlich im Zweiten Weltkrieg diese Kriegslüsternheit ja auch gegeben hat. Es ist aber nicht nur in Deutschland. Auch die Japaner haben eine Kriegslüsternheit, haben andere Länder überfallen. Oder die Briten haben ja auch irgendwie große Teile von Afrika erobert. Oder die Franzosen haben Indochina erobert. Es ist also nicht jetzt nur hier in Deutschland eine Kriegslüsternheit, aber es war eigentlich nach 1945 war dann eigentlich klar, nie wieder Krieg, hier in Deutschland. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben dann nach 1945 im Iran die Regierung gestürzt, dann haben sie 54 Regierungen in Guatemala gestürzt, 61 sind in Kuba einmarschiert, 64 haben sie angefangen, Vietnam zu bombardieren, bis 75. 64 haben sie auch in Brasilien die Regierung gestürzt, davor noch in der Dominikanischen Republik, danach in Indonesien. Also die USA waren andauernd mit irgendwelchen Putsch bis heute. Also 3 Millionen Tote, dann haben sie Libyen bombardiert, haben sie Syrien bombardiert, haben sie Afghanistan bombardiert und ein Teil der Kriege, in die Deutschland verwickelt ist, kommt eben aus den USA. Also es wird von den USA angestoßen, das kann man wirklich historisch beweisen, weil zwischen 45 und 95, also während 50 Jahren, hat Deutschland an kleinen Kriegen teilgenommen, das fand ich sehr gut. Und dann 1999 hat man zusammen mit dem US-Präsidenten Bill Clinton hat man Serbien bombardiert. Das war unter Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer. Das war ein Verstoß gegen das UN- und Gewaltverbot. Und schon 2 Jahre später ist man nach Afghanistan gezogen, der nächste Krieg. Also als nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Und dann hat man im Syrienkrieg mitgemacht, 2015. Die Deutschen haben die Luftaufklärung gemacht für die Amerikaner und die Amerikaner haben bombardiert. Und jetzt der nächste Krieg, also nach Serbien, nach Afghanistan und nach Syrien, übrigens verloren gegangen. Also Afghanistan war ein Krieg, den die USA und Deutschland als Verlierer wieder abgezogen sind. Versucht man Deutschland in diesen vierten großen Konflikt hineinzuführen. Und das ist eben der Krieg in der Ukraine. Und da sage ich wirklich, das ist sehr, sehr gefährlich. Viel gefährlicher als Afghanistan, wenn ich so sagen darf. Und Deutschland ist an vorderster Front beteiligt. Wir sind nach den USA der wichtigste Waffenlieferant in Europa. Und jetzt gibt es hier politische Persönlichkeiten wie Roderich Kiesewetter oder Anton Hofreiter, die immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir Waffen liefern, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Also man hat wirklich das Gefühl, dass Deutschland ein wenig geschichtsvergessen ist, oder Herr Ganser? Ja, für mich sind das Kriegstreiber. Also es gibt eigentlich in jedem Krieg gibt es Kriegstreiber. Das sind die, die vor dem Krieg sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und sie sagen immer, wir müssen Gewalt einsetzen. Und da muss man einfach sehr achtsam sein und das sehen und sagen, ah, was sagen die wirklich? Und das, was sie sagen, ist, man muss Gewalt einsetzen. Man muss Gewalt einsetzen. Und ich bin eigentlich ein bisschen bestürzt, dass die in den deutschen Medien so viel Raum bekommen, dass eigentlich die Kriegstreiber viel öfters gehört werden als, ja, ich sag mal, die besonnenen Menschen, wie zum Beispiel Harald Kujat, den ich sehr gut finde, oder andere, die
auch Deutsche sind und Achtsamkeit lehren wie ein Eckhart Tolle. Ja. Die haben eigentlich viel mehr zu sagen als ein Hofreiter und eine Annalena Baerbock. Ich frage mich, warum hört man immer die, die ins Verderben führen? Man sollte lieber denen zuhören, die sagen, komm, wir deeskalieren, wir suchen Lösungen. Weil wenn man das ganze Geld, das man in die Kriege investiert, zum Beispiel in die Traumaarbeit investieren würde, dann könnte man schon Konflikte lösen. Mhm. Und ich sage mir auch immer, jeder, der Kinder hat, ja, oder der beobachtet, wie andere Kinder haben und dann einen Konflikt sieht, der wird ja nicht hingehen und die Kinder bewaffnen. Also das ist einfach nie die gute Lösung, sondern immer sagen, versucht, dem anderen zuzuhören, hat eine andere Perspektive, okay, dann kann ja er mal mit dem Ball spielen oder ihr spielt zusammen oder du könntest ja hier spielen. Es gibt immer eine Lösung, aber das, was eben gilt in der Familie, dass man sich nicht töten sollte, das sollten wir auch in der internationalen Politik verfolgen. Weil diese Idee, in der internationalen Politik muss man halt töten, sonst geht's nicht, das ist ein großer Irrtum.